Das kriege ich nicht mehr auf, oder? Das Ding kann... Na, da ist es endlich. Es kann halt nach allem aussehen. So, gehen wir noch mal ins Zelt. Da können wir nichts mehr machen. What is this sketch? Is this some kind of map? Vermutlich. So, das ist alles uninteressant. Das hatten wir auch schon. Hinten kommen wir nicht mehr rein. So, warte mal, hier haben wir das Zelt, ja? Gehen wir einfach mal da lang. Da, wo der umgekippte Pfosten ist. Das heißt, hier lang. Dann haben wir zwei Tannen. So, das linke Fragment. Zwei Pfosten durch, das heißt hier. Und in das Zelt oder was es auch immer sein soll. Hier haben wir irgendwie ein komisches Fragment. Ein Haufen Schnee, cool. Den können wir beiseite räumen. Und dann versteckte Kapelle. Da haben wir schon mal einen Haken. Scheinbar wollte dieser Kerl die Figur einen Hauch zu sehr. Damit können wir noch nichts anfangen. Da auch noch nicht, aber wir haben jetzt ein Seil. So, danke dafür. Und dort kann ich im Moment nicht hingehen. Da scheint jemand zu sein. Leider ist die Brücke beschädigt. Drücke die Figuren an der richtigen Reihenfolge. Was müssen wir jetzt machen? Ich habe das fehlende Teil noch nicht, okay. Achso, hier fehlt mehr. Kaputte Schüssel. Hier haben wir noch ein Band. Gezacktes Ornament. So, und jetzt sind wir nicht wirklich viel weiter, oder? Hier fehlt uns noch so ein Reh. Hier fehlt uns die. Wir können jetzt natürlich zurück. Ins Zelt, aber hier ist auch nichts mehr. Ich weiß nicht, was wir hier noch machen können. In unserem Zelt ist auch nichts mehr. Das ist so eine Art Messer. Achso, warte mal. Ist hier noch was? Hier ist auch nichts mehr. Das haben wir uns bereits angeguckt. Da gibt es auch nichts mehr. Tja, ist jetzt die Frage, wo wir weiterkommen.
Finde Feng und die Figur. Ein Haufen Schnee. Aber mehr ist halt hier auch nicht. Das kann ich nicht machen. Und das kann ich nicht machen. Wir müssen zurück. Ach, ich bin so dumm. Natürlich. Und schon kommen wir darüber. Oh, it's Fangs. She must have been here. Tja, sie wird wohl irgendwann hier gewesen sein. Was? Schiebe die Türen zur Seite, um an das Objekt zu kommen. Ja. Danke. Es ist schon eine Weile her, dass ich ein normales altes Schloss zu Gesicht bekommen habe. Es sind drei dieser Haken hier drauf. Erstmal die Kugel klauen. So, den nehme ich, danke. Dann können wir den reparieren. Dafür kriegen wir jetzt eine grüne Tafel. So, das war's jetzt wohl. Machen wir das nächste Ding hier auf. Und da können wir wimmeln. Okay, wir brauchen die komischen Teile. Dass wir hier nicht alles aufmachen können. Jetzt brauchen wir bloß noch das goldene Teil. Da ist es doch. Und schon haben wir alles. Es gehört definitiv Feng. Die können wir hier anbringen. Leitet das Wasser um, sodass es einen geschlossenen Kreis bildet. Doch einfach nur nach unten durch, oder? Ach, guck mal da. Feng, are you all right? Wait, is this your hideout? Then who did? Why are? I don't understand what's going on. Brauchen wir auch nicht. Und sie hat wohl auf meinen Rat gehört und sich gut versteckt. So, das nehmen wir mal zuerst. Ich frage mich, für was der Tisch gut sein soll. Er sieht ziemlich außergewöhnlich aus. Ja, da kriegen wir jetzt gleich noch ein Rezept. Don't touch the figurine. Feng says you're on our side. Are you? Depends. Are you the one killing people with strange magic? What? No, I thought he was one of your people. Okay, let's start from the beginning. There's a Reaper on the loose, trying to open the gate to the ultimate evil. This statue is the key to the only thing that can stop it.
Well, good thing it's re- Hey! Take a look. There is an ancient weapon against the evil. It is a creature named Wrath of God. To wake it, one needs to create a candle made of special ingredients and light it at the altar in the secret chapel. To defeat the one who came here, we must release Wrath of God. Will you help me? Of course. Then we need to find the ingredients. One of them is a very rare resin. It is dangerous to acquire, so I'll deal with that. Please, find these ingredients and let's meet here. Machen wir doch. Keine Ahnung, was man da sagen soll. So, vertausche die Mönche so, dass ihre Kutten farblich mit den Hintergründen zusammenpassen. Okay, haben wir schon mal zwei Teile. Ist das hier? Der Schnee ist tief. Ich brauche ein Werkzeug zum Graben. So, pass auf. Oh, hier können wir wieder wimmeln. Eine Thermoskanne. Gesichtscreme. Oh. Na gut, Gesichtscreme können gerade alles sein. Hier ist noch eine Creme. Auch nicht. Nagelknipser, Wachsstifte, Wattepads, ein Comic, der Schal, die Zahnbürste, die Wollmütze. So, was haben wir jetzt noch? Streichhölzer, Gesichtscreme und Thermoskanne. Hier ist die Gesichtscreme. Die Frage, wo ist die Thermoskanne? Ich dachte eigentlich, das wäre der Becher hier. Muss doch hier irgendwo rumstehen. So weit kann sie ja nicht weg sein. Da ist er doch. Sehr gut. Dafür kriegen wir jetzt Streichhölzer. Oh oh. Da ist Blut. Eine rituelle Kerze. What happened here? So, hier ist alles auf jeden Fall durcheinander. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Das ist aber jetzt frech. Jetzt sind das andere Teile. Okay, was liegt jetzt da drin? Fang, what's going on? Now? Wahrscheinlich nicht. Abgehauen. Erstmal hier alles hinlegen. So, das müssen wir reiben.
Okay, dann kommen jetzt die Dinger. Das kommt hier rein. So, und dann gießen wir uns eine Kerze. Und die zünden wir an. Jetzt können wir die hier noch anzünden. Help! Murders! Cam! Oh no! Können wir jetzt eigentlich Feng die Flöte geben? Eher nicht. Oh my god! Dan! Claire! He killed them all! I need to get the flute to the monk as soon as possible. Ich sollte nicht seine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Oh nein, Dan! Sehr geehrte Dame, es tut mir sehr leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ein Professor mit diesem Namen nie an unserer Universität beschäftigt war. So, danke fürs Schlüsselchen. Wir sollen nicht seine Aufmerksamkeit erregen, aber dann mit dem Schneemobil wegfahren. You made it. I was afraid you wouldn't make. Quick, the flute! Das war eine kurze Episode. Ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß mit dem ganzen Projekt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.